Zum Thema Planung und Plan gibt es viele Sprüche. Einen habe ich Ihnen mal da vorangestellt. Je planmäßiger der Mensch vorgeht, desto wirksamer trifft ihn der Zufall. Das ist ein Spruch. Ein anderer Spruch ist, und den kennen Sie schon, den haben wir mehrfach schon erwähnt, If you fail to plan, you plan to fail. Wenn du versagst zu planen, planst du das Versagen. Und der dritte Spruch ist, keine Strategie, also kein Plan, können wir sagen, kein Plan überlebt die erste Feindberührung. So, jetzt haben wir drei Sprüche, die uns so ein bisschen in Verwirrung bringen vielleicht, sollen wir jetzt planen oder nicht? Schauen wir erstmal, was ein Plan ist. Oder was Planung ist. Planung ist das gedankliche Vorwegnehmen der Zukunft. Das gedankliche Vorwegnehmen der Zukunft unter Unsicherheit. Das ist eine ganz brauchbare Definition für Planung. Das gedankliche Vorwegnehmen der Zukunft unter Unsicherheit. Das heißt, ich richte meine Gedanken in einer gewissen Weise aus. Auf meine Ziele. Ich habe aber die Unsicherheit dabei, deswegen der Spruch, kein Plan überlebt die erste Feindberührung. Aber was ist der Sinn? Ich würde mal sagen, der Hauptsinn ist, dass wir aus dem Plan zielgerichtete Aktionen ableiten können. Also der Sinn ist, zielgerichtete Aktionen ableiten. Deswegen sehe ich zum Beispiel Businesspläne sehr kritisch. Ja, was sind Businesspläne? Da müssen Sie alle möglichen Aspekte des Unternehmens durchdenken, einschließlich der Organisationsstruktur. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Sie finden ja im Internet, wenn Sie einen Businessplan machen müssen, finden Sie im Internet ja Strukturen, da finden Sie ja Gliederungen. Das geht bis dazu, dass so jemand, der gerade ein Unternehmen neu aufsetzt, gerade was anfängt, sich über Organisationsstrukturen da Gedanken machen soll. Mein Vorschlag wäre weniger Businesspläne, mehr Aktionspläne. Ein Plan oder der Sinn eines Plans ist es, in Aktion zu kommen. Und das ist der Hauptsinn. Wir haben die Überschrift Planung Sinn. Ja? In Aktion zu kommen und zwar nicht in irgendeine reaktive Aktion, dass wir auf Umstände reagieren, sondern dass wir zielgerichtet Schritte machen, dass wir ein Ziel haben und in diese Richtung Schritte gehen. Das ist der Sinn eines Plans. Und ich würde auch heute nach über 20 Jahren Selbstständigkeit sagen, ein schlechter Plan ist besser als kein Plan. Also ich bin ein Fan von Plänen, auch wenn sie nachher sich nicht so umsetzen. Es ist besser zu planen, als nicht zu planen. Und es ist besser, schlecht zu planen, als nicht zu planen. Das ist meine persönliche Meinung zu dem Thema.